Wenn ich sage, ich bin mit ihm aufgewachsen, spreche ich nicht nur für mich und meine Generation, sondern für mehrere Generationen. Wenn man über 30 Jahre eine Kinderserie gemacht hat, man viele Kinder an sich vorbeigehen sehen, vermutlich. Helmut Kraus ist bei uns. Da ist er. Also diese Maschine, die Sie da gebaut haben, Herr Lustig, die macht mich wahnsinnig. Dieses ewige Kuckuck. Ja. Es wurde so in diese Fernsehmaschinerie eingepasst und es war nicht seine Welt. Er hat auch immer gesagt, ich bin kein Fernsehfuzzi. Ist auch nie zu einer Talkshow gegangen, bis jetzt zuletzt erstmal. Aber er war oft zu Wetten, das eingeladen. Er sagte, nein, ich mach das nicht. Die Kinder sollen denken, ich sitze mit dem Bauwagen und bastle. Ja, womit man dich ja vor allem immer in Verbindung bringt, das ist ja eigentlich mit Samuel L. Jackson, obwohl du den nur ein einziges Mal in einem Film besprochen hast. Ja. Nämlich in Pulp Fiction. Ja. In Pulp Fiction. Und das ist ja eben gerade auch die Kultrolle. Ja. Sag noch einmal was! Ich warn dich doppelt, du kleiner Schwanzlutscher. Wag es auch nur noch ein einziges Mal was zu sagen. Und John Goodman, sagen wir mal, das war schon die größte Herausforderung. Ja. Weil das eben bei Samuel Jackson haben wir damals nicht drüber nachgedacht. Danneberg und ich haben uns ins Studio gestellt und uns einfach gemacht, so als Pflicht. Dass das so ein Hype wird, hatten wir nie dran gedacht. Und Big Lebowski war insofern schwierig, weil der John Goodman ist ein solches Komödiantentier, das kann man gar nicht nachvollziehen. Also ich konnte am Schluss, wusste ich nicht mehr, wie er das macht, wie er das atmet, wie er die Sätze baut und in einem Affentempo mit verschiedenen Stimmungen. Und ich habe dann mich an einen Trick erinnert, ich habe ihm dann nicht auf den Mund geschaut, sondern auf den Bauch, damit ich sehe, wie er atmet. Und dann ging das einigermaßen, weil das war mein Meisterstück. Was der da treibt, ist ja auch wahnsinnig, also auch sprachlich, was da jetzt abläuft. Und dann war auch nicht toll, wir haben in dem Film mal versucht, dieses typisch amerikanische Verstärkungswort fucking, was ja mit dem eigentlichen Vorgang nichts zu tun hat, sondern nur ein Verstärkungswort ist, wenn man so will. Das haben wir damals nach langem Überlegen, da war auch die Redakteurin dabei, Malvine, weiß ich noch gut, und zwei Regisseure, haben wir dann uns entschieden, daraus das Wort bekackt zu machen. Was natürlich ein bisschen Kindersprache ist, aber es hat den Rhythmus. Und das ist dann schon eine bestimmte Wirkung, wenn in einem Satz, nimm deine bekackte Finger vor dieser bekackten Tasse, sonst hau ich dir deine bekackte Fresse. Dann kriegt es so genau diesen Rhythmus, den es auch im Amerikanischen hat. Das war gut gelaufen. Massengeschmack TV. Gleich anmelden und 14 Tage kostenlos testen.